der Schlechtsverhandlungskurs. Echte Männer sind rechts. Hornissen raus, Hornissen raus, die Wabe den Bienen, Hornissen raus. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 252. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Jo, hallo Freunde. Sylt, das Massaker von Sylt, wie einige lobotomierte Journalisten gerne schreiben würden. Was war da los auf Sylt? Seit Donnerstag geht ein Clip durchs Netz, der einige zu denken lassen scheint, dass man kurz davor ist, das Vierte Reich auszurufen. Ihr habt ihn zwar schon alle gesehen, aber das hier ist der Clip, von dem wir reden. Ausländer raus! Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus! Ja, absolut unfassbar, dass da auf Sylt ein seit Monaten bekanntes Meme reproduziert wurde. Ich spare mir jetzt das Heucheln von Betroffenheit, weil es ist einfach nur lächerlich, darauf anders zu reagieren als mit einem Schmunzeln. Jeder, der das irgendwie ernst nimmt, der ist mit absoluter Sicherheit geisteskrank oder bösartig oder halt beides. Apropos unsere Presse, was hat man denn bei der Taz dazu geschrieben? Das Video einer ausgelassenen Partyhorde sorgt seit Donnerstagabend für Aufregung auf diversen Social-Media-Kanälen. Es zeigt knapp 20 feiernde Menschen mit Getränken, die zu Diskmusik den alten Nazi-Slogan Deutschland den Deutschen, Ausländer raussingen. Gefilmt wurde es offenbar als Selfie von einer jungen Frau, die fröhlich in die Kamera singt. Sonnenbrillenträger singen Aperol Spritz schwenkend lauthals mit. Besonders auffällig ist der Mann im Hintergrund, der mit lässig über die Schultern gelegtem Pullover den rechten Arm winkend nach oben streckt. Zwei Finger der linken Hand legt er sich zudem an die Oberlippe, eine Geste, die als Symbol für Hitlers Bärtchen gelesen werden kann. Man bläst das Ganze also zum Skandal auf und steht bei der Taz damit natürlich nicht alleine da. Ich spare es mir an dieser Stelle, die Outlets aufzuzählen, die einen Artikel dazu veröffentlicht haben, in welchem dieser Vorgang unironisch als skandalös dargestellt wurde. Es sind nach meinem Kenntnisstand schlichtweg alle von der Taz über den Spiegel und die Tagesschau bis zur Bild allein dazu einen bzw. gleich mehrere Artikel verfasst und tun so, als wäre dieses Video irgendwie relevant oder skandalös oder so. Mit Ausnahme der Bild übrigens, alles Blätter, in welchem der Umstand, dass wir hier mittlerweile über 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag haben, Tendenz weiter steigend, noch nie Erwähnung fand. Dafür findet man keine Zeit, aber wenn Mitzwanziger ein Internet-Meme reproduzieren, dann glühen die Tastaturen in den Redaktionen. Und nicht nur das, da sich unsere Regierung von diesen Drecksblättern ideologisch nicht unterscheidet, musste das Ganze auch bei der Regierungspressekonferenz behandelt werden, als sei es halt mehr als der offensichtliche Versuch, humoristisch eine gesellschaftliche Grenze zu überschreiten. Zeig uns mal den Clip von der Pressekonferenz, Schlomo. Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Pauli dran mit einem neuen Thema. Genau, ich habe eine Frage, ja, weiß nicht genau, Innenministerium, Justizministerium. Es geht um ein Video, das im Internet kursiert. Das zeigt junge Partygäste, die in einem Club auf Sylt offensichtlich nichts anderes zu tun haben, als Nazi-Parolen zu grölen. Der Betreiber des Lokals, der hat sich im Nachhinein davon distanziert und strafrechtliche Konsequenzen auch angekündigt oder will die einleiten lassen. Aber muss man gegebenenfalls auch, sagen wir mal, solchen Veranstaltern, Gaststätten, Restaurantbetreibern da ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass man so etwas gar nicht erst eskalieren lässt, damit man da nicht solche Videos hat und die jungen Menschen sich da so derart austoben können? Ja, also die Bundesinnenministerin wird sich auch gleich dazu äußern. Das werden Sie dann in den Agenturen sehen. Aus unserer Sicht ist es erstmal wichtig, dass die schleswig-holsteinische Polizei, wie sie auch selber bestätigt hat, dort Prüfungen aufgenommen hat, um die strafrechtliche Relevanz dieses Videos zu überprüfen. Aus unserer Sicht ist auch erstmal wichtig, die Authentizität dieses Videos bla, zu prüfen. Bla, bla, schön eine betroffene Fratze aufsetzen, denn das ist wirklich schlimm, Leute. Ja, ganz, ganz schlimm. Die Anwesenden sind kurz davor, komplett zusammenzubrechen. Wohingegen dieselben Leute sich zu den irakischen Brüdern Wissam und Karar B., die zwischen 2018 und 2020 mindestens 4 Frauen mehrfach und über Stunden Gruppen vergewaltigt haben, noch nie geäußert haben. Man muss halt Prioritäten setzen und, Zitat, eine wenige Sekunden lange Handyaufnahme zeigt, wie einige junge Menschen bei einer Feier auf Sylt rassistische Parolen rufen, ist halt in diesem Land
von deutlich größerer Relevanz als, Zitat, Abiturientin Denise T., 18, aus Dahlem, kommt um 3.30 Uhr aus dem Techno-Club Menschmeier in Berlin-Friedrichshain und wird dort Anklage von den beiden Brüdern und einem dritten Mann in einen SUV Kia gezerrt. Auf der Rückbank und in einer Wohnung wird sie mehrfach vergewaltigt. Um 7.20 Uhr, also knapp 4 Stunden später, wird sie in Charlottenburg verletzt auf die Straße geworfen. Prioritäten, Freunde. Um nochmal auf das in dem Clip Gesagte zurückzukommen, was genau war da jetzt eigentlich juristisch relevant? Ist die Phrase Deutschland den Deutschen verboten? Nein, behauptet doch keiner. Ist die Phrase Ausländer raus verboten? Ebenfalls nein, wie wir zum Beispiel bei Zeit Online erfahren. Ein Angriff auf die Menschenwürde sei nur dann gegeben, wenn der angegriffenen Person ihr Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft abgesprochen und sie als unterwertiges Wesen behandelt werde, lautet die Begründung. Dem entspricht es, die Strafgerichte bei der Parole Ausländer raus nur unter Hinzutreten weiterer Begleitumstände von einem Angriff auf die Menschenwürde ausgehen, so die Richter. Welche Begleitumstände bei den rassistischen Hetzparolen konkret fehlten, um eine Verurteilung zu ermöglichen, ließen sie jedoch offen. Und in diesem konkreten Fall, welcher vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, ging es um ein unmissverständliches politisches Statement und nicht um irgendeinen Internet-Joke. Damals hatte die Gruppierung Augsburger Bündnis Nationale Opposition Plakate mit eben jener Botschaft aufgehangen. Im unteren Bereich des Plakats stand noch für ein lebenswertes deutsches Augsburg. Und trotzdem teilte man im Sinne der Meinungsfreiheit ein. Staatsanwalt müsste also nicht nur geisteskrank, sondern auch noch bösartig sein, wenn er da überhaupt Anklage erhebt. Ich meine, ich würde behaupten, kann er meiner Meinung nach nicht gewinnen. Zum einen ist hier natürlich ein anderer medialer Druck da und es ist 14 Jahre später. Ich glaube, die geisteskranken und bösartigen Dichte unter den Staatsanwälten hat sich deutlich gesteigert seitdem. Ja, meine, dann erhebt er halt Anklage und muss dann eigentlich scheitern, ne? Weil das, was das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat, das zählt halt. Also du kannst dich darauf berufen. Und jetzt wird jeder Vollidiot wird anerkennen, dass das, was die Sylter-Leute sich da geleistet haben, doch deutlich unter dem steht, Wahlplakate aufzuhängen mit derselben Botschaft. Ja? Klar. Also klar. Ich denke, es bleibt schwierig, aber klar, also dass der Staatsanwalt vielleicht denkt, ich könnte da Erfolg haben, möglich. Ja? Es ist halt auch eine Frage von wegen, wie intakt ist der Rechtsstaat in Deutschland noch. Ne? Wir haben ja bei Höcke gesehen, nicht so wirklich, ne? Auf jeden Fall nicht, wenn es hart auf hart kommt. Da kannst du gerne mal an irgendeinen Clownsrichter geraten, der ein politisches Urteil fällt, selbst wenn das 300%ig offensichtlicherweise falsch ist. Insofern, das stimmt. Ich kann aber mir Höcke vorstellen. Aber Höcke konnte sich ja nicht auf irgendein Urteil berufen, das es bereits gab, was seinem Fall ähnelt oder dass seinen Fall sogar noch übersteigt und trotzdem wurde derjenige freigesprochen. Ja, aber ich glaube, wenn der Richter bescheuert genug ist, kannst du da noch alles Mögliche argumentieren im Sinne von, ja, 2010 war aber noch nicht diese rechtsradikale Pogromstimmung. Also ich bin juristischer Laie schon, aber ich glaube, das geht nicht. Also du müsstest einen Weg drumherum finden um dieses Urteil. Und das ging nur, wenn du sagst, naja, aber das, was sie dann Sylt gemacht haben, ist deutlich schwerwiegender als halt Wahlplakate in Augsburg mit derselben Botschaft aufzuhängen. Wie gesagt, ich bin auch ein Laie. Mir fällt als erster Winkel spontan ein, die Zeit, also jetzt haben wir jetzt das große Pogromtreffen der rechtsradikalen AfD gehabt und bla und bla und bla. Das heißt, jetzt ist das irgendwie in einem sagbaren Rahmen und es ist gefährlicher als damals, keine Ahnung. Aber ich denke auch, tendenziell wird das nicht zu einer Verurteilung führen. Gut, dann bleibt noch der vermeintliche Hitlergruß im Video übrig. Also für die Phrase Deutschland den Deutschen Ausländer raus, reicht es, einen kurzen Text sinnerfassend lesen zu können, um zum Ergebnis zu kommen, dass das höchst unwahrscheinlich juristisch relevant sein könnte. Beim angeblichen Hitlergruß wird es dann ein bisschen komplexer. Nach meinem Verständnis, erneut, ich bin juristischer Laie, muss bei der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ziemlich eindeutig klar sein, dass es nicht nur so aussieht wie ein Hitlergruß, sondern dass es halt auch so gemeint war. Und das nachzuweisen sollte im Kontext eines weit verbreiteten Internet-Memes nahezu unmöglich sein. Ich erinnere zum Beispiel an die Sendung damals Switch. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ob das voll an der Zeit war. Nee, kenn ich. Da gab es diese Parodie von Stromberg. Und da hatte der Teppich ein Hakenkreuzmuster im
Hintergrund hingen Hakenkreuzflaggen, da war alles voll mit Hakenkreuzen. Ja, also es ist nicht per se grundsätzlich immer verboten, zum Beispiel ein Hakenkreuz zu zeigen. Ja, ja. Wenn das offensichtliche satirische Komponente hat, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, wobei diese Leute natürlich geframed wurden als Rechtsradikale und insofern der Richter zum selben Schluss kommen könnte, wie er das bei mir tat. Ich bin einer von den neuen Rechten und deswegen ist das, wenn ich ein historisches Hitlerbild einblende mit Hakenkreuzbinde drauf, eine Art Dog-Whistle. Ich will dieses Hakenkreuz zeigen und tue es durch die Hintertür von, in dem Fall nicht Humor, sondern einfach nur Kontext. Stimmung. Ich glaube, das ist kein gutes Beispiel. Wie lief denn die Verhandlung vor Gericht mit deinem Anwalt? Naja, die haben das argumentiert. Wir haben gesagt, wir wollten einfach nur damit untermalen, dass wir gerade über die Nazis reden und so weiter. Du musst dich im Endeffekt, während du darüber redest, distanzieren vom Nationalsozialismus. Ne? Wenn die dir wirklich böse ist, also wie gesagt, mein Punkt ist nicht, dass das gerechtfertigterweise passieren könnte, aber wir haben einen Haufen Clownsgerichte in Deutschland. Die Justiz ist nicht mehr in der Form als neutrale Institution vorhanden, wie man das gerne hätte. Da stimme ich dir zu. Und dennoch, jetzt haben wir es da höchstwahrscheinlich auch noch mit einer wohlhabenden Klientel zu tun. Ich weiß nicht, ob du dir damals den bestmöglichen Anwalt geholt hast. Nee, das war ein Pflichtvertreter. Als Anwalt? Ja, ich meine, da ist wahrscheinlich schon das erste Problem. Ja, dann ist die Frage, wie bist du vor Gericht aufgetreten? Also, ich weiß nicht, inwiefern du dazu diskutieren willst. Auch das könnte eine Rolle spielen. Ja, aber du verstehst meinen grundsätzlichen Punkt. Ne? Ich verstehe deinen grundsätzlichen Zweifel an unserer Rechtsprechung. Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ja. Gut, dann haben wir noch einen Clip. Achso, genau, ein Clip, der Hitlergruß mal im Detail. Also der sogenannte Hitlergruß mal im Detail. Schlomo, zeig uns mal kurz den Clip. Gut, also ich wollte das Video nicht unverschwommen zeigen. Deshalb musste ich da jetzt das so schneiden, dass man die Visage von dem Typen nicht sieht. Also ich denke erneut, Schlummo, unter normalen Umständen, ja, wenn du einen geisteskranken Richter gerätst, ist das ein anderes Thema. Ich denke, man kann dort sehr gut argumentieren. Naja, bitte weisen Sie mir nach, dass das ein Hitlergruß war. Ja. Und nicht ein Winken. Ja, das ist eine spielerische Andeutung an einen Hitlergruß. Aber habe ich einen Hitlergruß gemacht? Ja, in diesem humoristischen Kontext schwierig. Mein Hauptpunkt ist halt, für unsere Bewertung sollte, was irgendeine Justiz sagt, nicht mehr maßgeblich sein. Was die deutsche Justiz sagt, ist nicht maßgeblich. Ja, aber auch Skandalurteile, die sind nicht unbedingt maßgeblich, um mal so einen allgemeinen Fall abzuhandeln. Ja, zumal da übrigens auch noch gleichzeitig mehrere Leute vor Gericht landen müssten oder meinetwegen parallel, die sind dann da abstimmen können. Also die müssten alle schuldig gesprochen werden oder halt alle freigesprochen werden und so weiter und so weiter. Also ich bleibe dabei, ich halte es für extremst unwahrscheinlich, dass die Nicht-Hitler-Winker in irgendeiner Form verurteilt werden. Ich nehme an, da wird nicht mal Anklage erhoben. Bei dem angeblichen Hintergrüßer, wer weiß, ich glaube nicht, dass der schuldig gesprochen wird. Und wenn doch, übrigens, dann sind das 800 Euro Geldstrafe, die wird irgendwie abstottern können. Also ich würde mir da nicht allzu große Sorgen machen. Für mich ist wichtig, dass der Fall juristisch nicht klar ist, aber es doch eigentlich eine eindeutige Tendenz gibt. Ja, und die Tendenz wäre mindestens bei den Nicht-Hitler-Winkern ganz klar ein Freispruch. Ja. Das wurde aber zum Beispiel von keinem Outlet bisher in irgendeiner Form thematisiert. Ja, überall ist zu lesen, dass da jetzt juristische Schritte geprüft werden, aber dass das zum einen absolut lächerlich ist und zum anderen, meiner Meinung nach, nur mit extrem viel Fantasie juristisch haltbar ist, das erzählen sie euch halt nicht. Ja, sie wollen einen Skandal herbeischreiben, weil sie euch hassen, Freunde. Das ist der Grund. Sie hassen euch. Auch die Tagesschau, die weder über die vergewaltigte und getötete Maria Ladenburger noch über die irakischen Mehrfachgruppenvergewaltiger aus Berlin berichtet hat, hat sich gestern Abend über 2 Minuten Zeit genommen, um aus einem Witz aus dem Internet einen Skandal zu machen und um explizit darauf hinzuweisen, dass der Staatsschutz wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und wegen Volksverhetzung ermitteln würde. Zeig uns mal den Clip, Stauber. Ein Video mit rassistischen Parolen junger Menschen hat bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. In dem kurzen Clip sind Gäste einer Nobelbar auf Sylt zu sehen, die zu einem bekannten Partyhit unter anderem Ausländer raus singen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer Schande für Deutschland. Bundeskanzler Scholz nannte die Parolen eklig und nicht akzeptabel.
Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Junge Menschen beim Feiern auf Sylt, Ponyclub in Kampen. Ein Mann zeigt wohl den verbotenen Hitlergruß. Das Video soll an Pfingsten entstanden sein. Der Staatsschutz hält es für echt. Der Betreiber der Bar ist erschüttert und um Aufklärung bemüht. Die Namen wurden uns zugeschickt von Leuten, die wir nicht kannten, und haben uns dann diese Namensliste haben wir dann dadurch zusammengestellt. Die haben wir heute Morgen der Polizei übergeben. Die Polizei hatte auch schon drei Namen, weil der Staatsschutz da auch schon ermittelt, und zwei Namen konnten wir dann halt noch dazu beitragen, sodass das jetzt vorliegt, und ja, da wird jetzt in alle Richtungen ermittelt. Sylt kein Einzelfall. L'amour toujours, der Hit aus den 90ern, wird Ende vergangenen Jahres von Rechten missbraucht, wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern, und verbreitet sich schnell über Plattformen wie TikTok. Wir haben öfter schon Dorffeste oder Karnevalsfeten gesehen, wo rassistische Parolen geschrien wurden. Dass es jetzt im Shampoos-Milieu von Sylt stattfindet, das mag überrascht haben, ist aber nicht verwunderlich, wenn man sich eben auf die rechten Einstellungen in Deutschland konzentriert. Die waren immer da, sie waren lange geächtet, jetzt bricht sich das wieder Bahn. Deswegen frage ich nach. Bundesweit verurteilen Politiker den aktuellen Fall scharf. Ja, es sind wirklich unappetitliche Bilder, die wir dort sehen können. Es ist absolut richtig, dass da jetzt auch mit ganzer Härte gegen vorgegangen wird. Das sind wirklich schlimme Verfehlungen, die dort stattfinden. Rechtsextremismus ist etwas, was wir mit aller Härte auch bekämpfen. Der Betreiber auf Sylt hat gegen die Gäste Hausverbot ausgesprochen und prüft weitere rechtliche Schritte. Wir haben ja schon oft noch so ein bisschen diskutiert. Insofern wollte ich noch mal kurz meinen Punkt verdeutlichen. Ich denke, dass es strategisch unklug ist, zu viel Gewicht bei der Verteidigung dieser Leute oder ja allgemein unserer öffentlichen Bewertung von dem Fall darauf zu legen, ob das illegal ist oder nicht oder am Ende als illegal gelesen wird oder nicht, weil ich mir da halt Diverses vorstellen kann. Und weil für mich, für meine Bewertung von irgendeinem Fall, ob das gegen momentane Gesetze, die sich ja auch ändern, oder die Rechtsprechung von irgendeinem Gericht oder von mir aus allen Gerichten verstößt, nicht maßgeblich ist. Das ist mir egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Bus, ich meine, das unter der Berücksichtigung der Möglichkeit, dass es möglicherweise doch mit einem Schuldspruch enden könnte. Also ich denke, dass das ein fantastisches Argument ist. Wenn wir jetzt 5 Jahre weiterdenken, machen wir es anders. Jetzt gab es die letzte große Verhandlung vor Gericht bezüglich der sogenannten Hetzjagden von Chemnitz. Hast du davon mitbekommen? Ja. Mh. Eingestellt. Also das Ding ist durch. Also wir müssen heute festhalten, sie haben gar nichts. Ja, und ich denke, dass das die Sache doch nochmal sehr, sehr deutlich macht. Wenn jetzt fucking 6 Jahre später ja das Ding ein für alle Mal auch juristisch behandelt wurde, und damit war es das. Sie haben gar nichts. Das ist aber vor allem ein gutes Argument im Nachhinein, weil alle Drücke auf diesem Gericht in die andere Richtung gehen. Ne? Wenn wir im Vorhinein davon reden, das wird zu keiner Verurteilung führen und das als Verteidigung anführen, dann setzen wir viel darauf, dass dieselben Drücke nicht in dem Fall wie in manchen anderen zum Skandalurteil führen werden und gefährden die Stabilität von unserem Argument, weil das eben sein kann. Ja, ich verstehe dich. Ist vielleicht ein Thema für eine längere philosophische Diskussion. Aber klar, man sollte sich nicht alleine darauf konzentrieren. Ja. Gut, jetzt zurück zu dem Clip der Tagesschau. Da hat mir am besten der Clown von der Amadeo-Antonio-Stiftung gefallen. Er sagte, dass rechte Einstellungen lange Zeit geächtet waren und sich jetzt wieder Bahn brechen würden. Ist doch gut. Das zum einen natürlich garantiert nicht humoristisch gemeint war, sondern todernst, und weil dieses Land nicht mehr und mehr an einer Nazi-Psychose im Endstadium leiden würde und sich halt diese Wahnvorstellungen nicht massivst verstärkt hätten, je länger die Nazi-Zeit her war. Schlomo, die Einstellungen waren geächtet. Ja? Aber die Zeiten sind vorbei. Ja? Und deshalb stützt sich die vereinte Presse auf so eine Lappalie. Ich meine, er hat dahingehend recht, dass dieser Boogeyman eben nicht mehr so sehr zieht bei Generation Z. Ne? Dass die da keinen Bock mehr drauf haben. Und dieser anarchistische, tabubrechende Humor zielt durchaus darauf ab, wenn vielleicht auch unterbewusst oder ohne, dass die Leute das jetzt als Strategie im Kopf haben. Also mittlerweile ist das halt ja der humoristische, Humor? Anarchistische Humor, der hier am Pranger steht. Also glaube nicht, dass das in den 70ern ein Skandal gewesen wäre. Nee, wäre es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das vor 5 Jahren passiert wäre. Oder zu so einem großen Meme geworden wäre. Also ich glaube, dass die jungen Leute von dem moralisierenden Element unserer derzeitigen Herrscher langsam aber sicher die Nase voll haben. Und das bricht sich dann auch in so etwas Bahn.
Und das Problem für die Herrscher ist, da so drauf zu prügeln. Und trotzdem, warte kurz, Stimme, und trotzdem ist es ja geächtet. Also besteht kein Zweifel daran, dass das nach wie vor, also stärker denn je geächtet ist, jede Zuckung nach rechts zu unternehmen. Dass Leute mehr und mehr darauf scheißen, ist ja was anderes, ne? Ja, also von oben, ne? Man muss das quasi spalten in die Bevölkerung selber. Ich denke, in der Kneipe finde ich mehr Zuspruch als vor 10 Jahren mit sowas. Und also das ist ja nicht wörtlich gemeint, ne? Das ist nicht im Sinne von, wir sind drauf wie die Altrechten in den 90er Jahren mäßig gemeint, sondern wir haben halt auf diese moralischen Dogmen keinen Bock mehr. Und möglicherweise sehen wir es auch tatsächlich so, dass die Migration hier zu einer Menge Problemen geführt hat, ne? Und wir wollen uns keine Sprachverbote aufbürden lassen. Das sagt der ein oder andere. Ja? Der ein oder andere behauptet das tatsächlich. Also ich denke, in der Bevölkerung ist das wesentlich salonfähiger geworden und vor allem auch etwas, also immer noch verpönter, als es sein sollte, wenn man danach geht, wie viele Leute das eigentlich so sehen. Ne? Wahrscheinlich sieht das die Mehrheit so. Nach den Umfragen sieht es die Mehrheit auf jeden Fall so, dass die Migration zu weit geht. Das ist passiert, aber gleichzeitig von oben ist der Druck immer stärker geworden. Aber das wird immer fragiler, gerade wenn du es zu tun hast mit Spott und Hohn und Satire und Witzen und so weiter. Denn schwierig, ja. Ja, es gibt da kaum ein scharfes Schwert gegen. Den können Sie schlecht einfangen, ja. Das sieht halt komisch aus, wenn die Tagesschau kommt und sagt, ey, guck dir mal die 20-Jährigen da an. Die haben auf einer Party einen Slogan gesungen, der uns nicht passt, der ein übelster Ohrwurm ist und der jetzt wahrscheinlich gesungen wird vom halben Land. Ne? Ich denke, sie tun sich da langfristig keinen Gefallen. Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass dieser 12-sekündige Clip, in welchem mutmaßlich angetrunkene junge Leute ein bisschen politisch inkorrekten Spaß haben, wurde bei der Regierungspressekonferenz behandelt von der Innenministerin. Die hat betroffen in die Kamera geguckt. Selbst der Bundeskanzler persönlich hat sich dazu geäußert. Ja, solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel, hat Scholz auf Twitter geschrieben. Vor einem Monat als Islamisten, die wohlgemerkt zu Deutschland gehören, in Hamburg ein Kalifat auf deutschem Boden gefordert haben, war Scholz' Statement übrigens, dass er Konsequenzen nicht ausschließe, und Konsequenzen gab es keine. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass bei der zweiten Demonstration dieser Leute es irgendwie verboten war, das Kalifat zu fordern, was sie dann umgangen haben, indem sie gesagt haben, also wir fordern zwar trotzdem das Kalifat, aber halt nicht hier in Deutschland, sondern in irgendeinem Fantasiestadt oder so. In einem Videospiel. Letztendlich, ja genau, genau. Also fast, sie sind fast bei dem Videospiel mit ihm angekommen. Es war halt offensichtlicher Blödsinn. Nochmal zum Juristischen zurück, und das ist mein eigentlicher Punkt. Damals war, also vor einem Monat, ja, war ziemlich schnell klar, dass die Forderung nach einem Kalifat ohne Zweifel erlaubt ist, und die Presse hat sich auch nur einen einzigen Tag Zeit gelassen, damit das publik zu machen. Wenn ihr nach Forderung Kalifat erlaubt googelt, dann findet ihr die entsprechenden Treffer bei ZDF, Berliner Morgenpost, Redaktionsnetzwerk Deutschland, evangelisch.de, Focus Online, Bild und so weiter und so weiter. Alle waren sich und sind sich natürlich einig, das ist erlaubt und dass das zumindest gemäß Rechtsprechung in Sylt eigentlich auch keinen Straftatbestand berühren sollte. Ja, das teilen euch halt dieselben Schundblätter nicht mit. Ja, klar, die fahren genau diese Strategie. Bitte. Klar, die fahren genau diese Strategie. Die können die auch ganz gut fahren, weil sie halt die Drücke kontrollieren, die dann auf solche Gerichte wirken. Ja. Aber ja, die versuchen genau das. Einmal noch hier als direkter Vergleich, Schlomo, der Clip aus Sylt und die beste Stelle aus der ersten Kalifatsdemo. Zeig uns das mal. Hier nochmal in aller Deutlichkeit heraus, so dass es auch die gesamte Welt hört. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen! Ja, ich wüsste nicht, wie ich das messen sollte, aber gefühlt ist der Aufschrei nach dem Sylter Partyclip um einiges größer gewesen. Dann will ich jetzt noch kurz über die Konsequenzen sprechen. Die kann man nämlich tatsächlich messen. Mir ist nicht bekannt, dass auch nur ein einziger
der 2000 Kalifatsdemonstranten abgeschoben worden wäre, gedoxt wurde oder seinen Job verloren hätte. Welchen Job? Ja, ich habe mir auch mal überlegt, ob ich den Joke einbaue. Das hat das einen kleinen Rassismus gemacht, Alter, aber der war nicht unpassend. Ja. Die Sylter hingegen, die wurden mehr oder weniger alle gedoxt. Ja. Wer weiß, was er googeln muss, der findet mindestens 5 Namen mutmaßlicher Teilnehmer. Einer davon witzigerweise ein CSUler. Und mindestens 2 haben bereits ihren Job verloren. Dazu gibt es zahlreiche Clips auf TikTok. Die will ich euch nicht zeigen, aber zumindest eine Tonspur will ich hier thematisieren, weil direkt 2-mal zweifellos ein Aufruf zur Begehung von Straftaten enthalten ist, der politmediale Komplex aber Clips wie diesen komplett ignoriert. Leute, ich habe noch mehr Informationen über Sylt für euch. Ich bin schneller als die ganzen Journalisten hier in Deutschland. Lasst mich euch zeigen, was passiert ist. Ein weiterer Arbeitgeber hat sich jetzt nämlich von den Typen distanziert. Die verlieren jetzt gerade ihre Jobs. Sie müssen jetzt wahrscheinlich alle wieder zurück zu Mama und Papa ziehen. Der Typ, der nämlich diesen Gruß gemacht hat, der arbeitet nämlich als Werkstudent dort, wurde aber jetzt halt fristlos gekündigt. Also Leute, jetzt könnt ihr mich krankhaft nennen, ne? Nennt mich von mir aus krankhaft. Aus 2020 ist das und ich habe das gefunden. Ich habe das gefunden. Und guckt euch den Typen an, er war auch dabei. Das ist der Typ, der im Video zu sehen ist. Das ist er. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle dahin geht zu CSU. Ich weiß nicht mal, wo die Stadt ist und schön Randale macht. Wirklich, macht Randale, gibt alles, kümmert euch drum. Weil wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben mitbekommen, dass wir ihn gefunden haben bei denen auf der Seite. Und weil es ja nicht gut für die Politik für sie ist, Beitrag gelöscht. Ich wusste ganz genau, entweder die AfD oder die CDU, CSU. Und daher kommen diese Menschen. Also wie gesagt, geht vorbei, macht Randale. Übrigens, also deswegen zeige ich den Clip nicht. Er zeigt dort die Gesichter, die Namen, den Arbeitgeber, er zeigt das alles in seinem Video. Ja, was nach wie vor aufrufbar ist, ohne Probleme. Und grundsätzlich ist das doch recht merkwürdig, was da abgeht. Ne, normalerweise ist das der Presse immer so wichtig, auf angebliche Bedrohungen aus dem Internet aufmerksam zu machen, wenn irgendein linker Schwachmat wieder kompletten Blödsinn erzählt hat und deshalb auf Twitter kritisiert wird. Ne, da gibt es dann ganz schnell angebliche Bedrohungen aus dem Internet. Sucht mal den Artikel, in welchem geschrieben steht, dass Mitarbeiter dazu aufgerufen wird, bei einer politischen Partei randalieren zu gehen, weil einer der Teilnehmer mutmaßlich Teil einer solchen Partei ist. Ja. Einen passenden Screenshot von Instagram, der die Presse eigentlich interessieren müsste, habe ich noch für euch. Unter einem Post, der die Kause behandelt, schreibt ein Hakim Tam: Den muss man den die Haut von Kopf bis Fuß abziehen und sie damit füttern. Und das Profil, einmal nächstes Bild, Schlomo, von diesem Hakim Tam ist übrigens weiterhin problemlos aufrufbar. Also ich meine, wenn ich sowas in der Art geschrieben hätte, dann wäre ich meinen Account los gewesen. Hast du auch diese schöne Dichotomie gesehen aus, oh mein Gott, die armen Ausländer, die werden bald alle abgeschoben, deportiert oder die werden alle umgebracht und die leiden so sehr unter diesem Rassismus, der sich hier wieder gezeigt hat. Und auf der anderen Seite, im echten Leben würdet ihr euch das nie trauen. Die f***en euch auseinander. Das sind übelst die Chats. Ihr habt denen gar nichts zu sagen. Ne? Das ist mal wieder so ein Fall davon. Ist der eher Team kleines Opfer? Oder ich wette, auch der würde das anwenden. Ne? Teilweise machen die das ja auch selber. Je nachdem, klar, mit wem sie gerade reden. Sie es brauchen. Ja, genau. Sind sie die schützenswerten kleinen Opfer, die alleine bald hier vor dem Ausstehen in diesem Land? Oder sie sind die F***er, die dir die Haut abziehen? Ja. Gut, dann einmal weg von den Bedrohungen. Aber wir bleiben beim Doxing. Da ist auch ein Politiker ganz vorne dabei gewesen. Thorsten Liebig, SPD-Referent für Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, postete auf Instagram folgendes Bild und schrieb dazu: Das ist, voller Klarname, die sympathische Frau aus dem Video. Sie ist seit heute völlig unverschuldet arbeitslos. Sollte jemand eine Stelle als Rassenhygienikerin oder SS-Rottenführerin, waren laut Kra ja nicht alles Verbrecher, offen haben, gerne bei ihr melden. Nochmal, dieser Beitrag stammt von einem SPDler in Amt und Würden namens Thorsten Liebig. Finde dazu mal einen Presseartikel. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sitzt er in Brüssel. Also die Tätigkeit, die er da für die SPD ausübt, die übt er in Brüssel aus. Wir sehen halt auch nochmal eine Sache, die das rechte Lager an sich verinnerlichen sollte. Die hassen uns und die wollen uns so empfindlich schaden, wie die irgend können. Ne? So sind die. So sind die.
Was denkst du, warum da kein Aufschrei kommt? Was denkst du, warum da nicht mal irgendeine milde Kritik kommt? Weil die das alle so sehen. Weil die das alle entweder so sehen oder es auf jeden Fall tolerieren und, sagen wir mal, verstehen können, dass man das so sieht. Und mit alle meinst du jetzt nicht die Politiker, die natürlich auch, aber halt die Medien. An der Stelle wären eigentlich die Medien gefragt, die da mal einen Anruf tätigen müssten und fragen müssten, ob dem Herrn Thorsten Liebig ins Hirn geschissen wurde. Und das dann natürlich bitte medial auch aufbereiten und der Bevölkerung mitteilen. Damit er nämlich als nächster seinen Job los ist. Wie war das noch? Also er freut sich darüber, dass jemand seinen Job verloren hat, ja? Doxt den kompletten Namen, dann, sorry, muss dieser Typ seinen Job verlieren. Ja, wie war das noch mit Satire? Muss von oben nach unten gehen und so, ne? Nicht nach unten treten. Ja. Es sei denn, sie sind die Satiriker. Ne? Diese Leute genießen das. Die genießen das, ihre Gegner, ihre politischen Gegner. Und selbst wenn es nur irgendwelche Kiddies sind oder jungen Erwachsenen, die da ihren Spaß hatten, auf die Kosten von ihrem Narrativ zu quälen. Ne? Also die hassen uns und die wollen uns in unserem privaten Leben empfindlich schaden. Verinnerlicht das. So sind sie. Gut, an der Stelle eine Botschaft von uns, wenn die Dame auf dem Foto mal mit einem Anwalt prüfen möchte, ob hier möglicherweise gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen wurde, eine Beleidigung ausgesprochen wurde und oder möglicherweise die Nazi-Zeit nach § 130 Absatz 3 StGB ist es, glaube ich, verharmlost wurde, dann würden wir für sämtliche Kosten aufkommen. Also falls jemand das Mädel kennt, gerne Bescheid geben. Ironischerweise wirbt die SPD aktuell übrigens um Stimmen bei der EU-Wahl unter dem Motto gegen Hass und Hetze. Passend, oder? Ja. Gut, Stimmen der Vernunft hat man diese Woche nur bei den alternativen Medien gefunden, zum Beispiel bei Apollo News. Es folgt ein kurzes Segment. Der Fiebertraum um die Jagd auf die Sylt-Ballermänner. Ein Artikel von Larissa Fußer, wenn ich mich recht entsinne, die erste Hot-Schnitt, die wir in der Honigfarbe gekürt haben. Die Hölle hat sich aufgetan. Sie liegt in Kampen auf Sylt. Die Videoaufnahme, die eine Gruppe Ende 20-Jähriger beim Feiern in einem Strandclub der Nobelgegend zeigt, dominiert alle Nachrichten. Zu sehen ist unter anderem ein junger Mann, der in der tanzenden Menge einen Hitlerbart mit den Fingern mimt und seinen rechten Arm bewusst nach vorn ausstreckt. Frau Fußer, vielleicht musstest du das so schreiben. Ich würde dort vorsichtig widersprechen. Die jungen Leute in teuren Klamotten strecken die Hände in die Luft, tanzen zur Melodie des Popsongs L'amour toujours und grüllen Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Bild, Stern und das ÖRR-Format Brisant berichten über einen Nazi-Skandal auf der Nordseeinsel. Zahlreiche Medienvertreter und Politiker dokumentieren in den sozialen Medien ihre Schnappatmung. Jürgen Trittin fordert kurzerhand eine antifaschistische Eingreiftruppe gegen Prosecco-Nazis. Auch ÖRR-Journalistin Dunja Hayali und SPD-Sternchen Sausan Schäbli empören sich, ebenso ein Bundestagsabgeordneter der Grünen. Linken-Politikerin Carola Rakete leitet aus den Videoaufnahmen kurzerhand eine Forderung nach der Umverteilung von Vermögen ab und schreibt den Hashtag FCKAFD dazu. Luise Neubauer nutzt das Video, um auf ihre Anti-Rechts-Demos aufmerksam zu machen. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, resümiert. Das Problem ist Rassismus und wenn man gewohnt ist, sich wegen seines Reichtums alles erlauben zu können und niemand widerspricht. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz kommentiert das Video. Am Freitagmittag schreibt er auf Twitter, solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel. Hashtag Sylt. Es ist wie ein Fiebertraum. In kürzester Zeit gibt der Nachtclub, in dem sich die Szene am Pfingstwochenende abgespielt haben soll, ein Statement heraus, in dem er betont, dass er sich von den Geschehnissen distanziert und man inzwischen die auf dem Video erkennbaren Personen angezeigt habe. Die Polizei Schleswig-Holstein teilt am Freitagmorgen in der Pressemitteilung mit, dass inzwischen der Staatsschutz aufgrund des Videos Ermittlungen wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet habe. Derweil läuft auf Twitter links die Suche nach den Namen und Adressen der im Video zu sehenden Personen. Eine junge Frau, die im Video deutlich zu erkennen ist, wird kurzerhand als Pressesprecherin einer Firma für Hundebedarf ausgemacht. Kurze Zeit später ist die entsprechende Webseite des Unternehmens nicht mehr aufrufbar. Dennoch ist der Name der jungen Frau durch eine Google-Suche leicht zu ermitteln. Unter anderem, weil die Twitter-Nutzer auch Bilder eines professionellen Fotografen teilen, der Fotos von ihr mitsamt ihren Vornamen auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Auf Twitter verkünden die Hobby-Denunzianten schließlich stolz den wahrscheinlichen Wohnort der jungen Frau. Glauben Sie mir, ich finde wenig abstoßender als dummes Ballermann-Gegröle und man muss schon selten dämlich sein, um sich in absoluter Selbstverständlichkeit dabei zu filmen, wie man solche Parolen durch die Gegend brüllt.
brüllt und einen Hintergruß zeigt. Mutmaßlich, Frau Fußer. Immerhin sehen die jungen Leute auf dem Video nicht einmal so aus, als wären sie außergewöhnlich besoffen. Man kann also davon ausgehen, dass sie wissen, was sie tun. Diese Selbstgerechtigkeit, diese billig-dümmliche Provokation ist, gelinde gesagt, unsympathisch. Und dennoch sitze ich schon den ganzen Tag vor den sich minütlich vermehrenden Statements der linken Polit- und Medienszene zu dem Video und versuche mir zu erklären, wie man in diese Aufnahmen quasi den neuen Aufstieg einer Hitlerjugend erkennen will. Von den zahlreichen Hitler-Nachahmungen, die in deutschen Schulen täglich aus Jux und Freude an der Provokation zum Besten gegeben werden, möchte ich gar nicht erst anfangen. Da habe ich einen passenden Clip für euch, hat zwar nichts mit dem Schulalltag zu tun, aber trotzdem sehenswert. Trotz der Anwesenheit der Polizei lassen die jungen Männer ihrem Hass freien Lauf. Genau, wir wollen Hitler zurück, Adolf Hitler. Wir wollen die Juden, die Israel eine Terrorgruppe ist und ich Adolf Hitler wieder zurückwünsche. Nein, das ist meine Meinung, ich bin für Hitler und das ist meine Meinung. Wir leben hier in Deutschland, Free Palestine. Sie muss man mit Kritik umgehen. Ich bin für Hitler, Adolf Hitler, vergaß die Juden. Free Palestine. Jeder Mensch unter 30 dürfte den Ausländer-Raus-Song schon lange aus den sozialen Medien kennen. Dort wurden Aufnahmen von dem gegrölten Song schon tausendfach als Soundtrack für Videos geteilt. Die Hochphase, in der das geschah, ist etwa ein Jahr her. Damals wurde man auf Twitter, Instagram, TikTok und Co. überflutet mit Videos, bei denen dieser Soundtrack im Hintergrund lief. Als Witz natürlich, als Meme. In der letzten Zeit gibt es immer wieder Lieder, die allein dadurch bekannt geworden sind, dass sie in den sozialen Medien viral gegangen sind. Dazu gehört unter anderem der Song Wildberry Lilith von der Rapperin Nina Chuba oder auch der Anti-AfD-Hit Für immer Frühling. Beide Lieder sind unglaublich nervtötend und dämlich, dennoch können mit Sicherheit 90% der deutschen Generation Z diese Lieder mitsingen, einfach weil sie diese so oft gehört haben. Ausländer raus ist auf dieselbe Weise berühmt geworden. Der Grund, warum diese Zusammenschnitte viral gehen, ist, weil viele lustig finden, damit zu provozieren. So wie Ballermann-Hits, in denen Frauen herabgewürdigt oder Vergewaltigung glorifiziert werden. Und was macht man mit all den Leuten, die jeden Sommer auf Mallorca immer noch lauthals Meine Puffmama heißt Laila singen? Peinlich genug, dass es offensichtlich so viele gut betuchte junge Leute gibt, die sich nicht schämen, ihre eigene Dummheit so offen in der Welt zur Schau zu stellen, obwohl sie stramm auf die 30 zugehen, sie zum Teil schon übertreten und vielleicht bereits Kinder haben. Daraus jedoch einen Rechtsruck in der Gesellschaft ableiten zu wollen und die gezeigten Partygäste ernsthaft zum Nazi-Aufmarsch aufzubauschen, sogar zur Gewalt gegen sie aufzurufen, das ist nicht in Ordnung. Für die junge Frau, die so blöd war, auf der Videoaufnahme direkt in die Kamera zu singen, dürfte gerade die Welt zusammenbrechen. Auch ihre auf den Videoaufnahmen erkennbaren Kollegen könnten schon bald von der Hassgemeinde auf Twitter identifiziert und denunziert werden. Ja, nach meinem Kenntnisstand sind das mittlerweile alle, wenn nicht, dann fast alle. Da fehlen möglicherweise noch ein, zwei Namen. Vielleicht werden sie ihre Jobs verlieren, öffentlich bedrängt und bedroht werden. Fast täglich werfen in der letzten Zeit Ampelpolitiker der AfD vor, dass ihre hasserfüllte Sprache Gewalt gegen Politiker den Weg ebnen würde. Nun beteiligen sich dieselben Politiker an einem medialen Shitstorm gegen ein paar junge Leute, von denen man meinen würde, dass sie durch die laufenden Ermittlungen schon genug gestraft sind. Die Brutalität, mit der sie diese Verurteilungen zum Ausdruck bringen, offenbart ihren eigenen Hass und auch die Verzweiflung im Kampf gegen Rechts, mit der man zwanghaft an jeder Ecke ein neues 33 sehen will. Für Volksverhetzung kann man ja theoretisch im Knast landen, also zwischen Freispruch und 5 Jahre Freiheitsentzug ist da alles möglich. Du kennst Bärbel Bass, die SPD-Politikerin und amtierende Bundestagspräsidentin? Ich kenne und liebe sie. Sehr gut. Richtige Antwort. Was schätzt du, welches Strafmaß Bärbel Bass von der SPD für die 12-sekündige Gesangsanlage auf Sylt für angemessen hält? Keine Ahnung, 10 Jahre? Na, 10 Jahre ging ja nicht, weil... Ach so, es ist im Rahmen dessen, was vorgegeben ist. 5 Jahre Maximum. Na, dann nehme ich an, auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe, auf jeden Fall Knast. Dann schauen wir jetzt mal gemeinsam den Clip an. Der Vorteil ist, es gibt dieses Video und ich habe mir das auch angesehen. Man kann bestimmte Personen auch identifizieren und ich gehe davon aus, dass sie eben, wir haben ja ein Strafrecht, dass man solche Dinge dann auch verfassungsfeindliche Parolen auch bestraft. Und ich sage, wir müssen dieses Strafrecht, wir haben die Möglichkeiten auch mal anwenden und vielleicht auch mal mit einer Höchststrafe belegen. Aber das ist die Sache der Justiz. Aber wir haben die Möglichkeiten. Und in der heutigen Welt ist der Vorteil, mit diesem Video kann man eben Menschen identifizieren, die da mitgegrölt haben. Und ich hoffe, die bekommen eine anständige Strafe. Und vielleicht auch mal mit einer Höchststrafe belegen. Also Frau Bärbel Bass von der SPD würde es offenbar begrüßen, wenn die Crazy Sylter Party People für 5 Jahre hinter Schloss und Riegel kommen, weil sie einen Internet-Joke reproduziert haben. Gut, dann kommen wir jetzt noch zur Undisputed Queen of Wahnvorstellungen und Nazi-Psychose. Kennst du Lola Weipert? Nee. Die moderiert auf RTL zahlreiche Fernsehformate für Zuschauer, die einen Fliesentisch im Wohnzimmer zu stehen haben. Mhm. Gut. Die Lola Weipert hat natürlich auch einen Instagram-Account und da hat sie diese Woche ein Video hochgeladen, wo sie sich auf derartige
Weise zu Sylt geäußert hat, dass man davon ausgehen muss, dass diese Frau psychische Betreuung nötig hat. Spiel das mal ab, Schlummer. Aller Zeiten gesehen. Das Original nochmal schicken. Vorweg, Nazis sind echter Beweis, dass Gehirnversagen nicht immer zum Tod führt. Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus! Das sind so Momente, wo ich mich so schäme, so eine deutsche Kartoffel zu sein. Mit unserer Vergangenheit. Ey, wir haben so viel Scheiße gebaut und ich finde das so grauenvoll, wenn ich sowas sehe, dass es junge Menschen gibt, die sowas rufen, die einen Hitlergruß zeigen. What the fuck? Und das zeigt mir noch einmal mehr, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Es ist nicht so, dass es Jahrhunderte her ist, dass die Deutschen zwei Weltkriege angezettelt haben. 1914 bis 1839 bis 1945. Es ist wirklich noch nicht lange her. 6 Millionen Juden, die vergast wurden. Es ist unsere Vergangenheit, das sind unsere Vorfahren. Ich habe jüdische Vorfahren. Und das ist das Ergebnis. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich finde das so schlimm. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Sie hat das schlimmste Video aller Zeiten gesehen. In Sylt, das waren Nazis. Sie schämt sich, eine deutsche Kartoffel zu sein. Das war grauenvoll, was sie da gesehen hat. Und außerdem hat sie jüdische Vorfahren. Sie hat jüdische Vorfahren, Schlomo. Und deshalb ist das so schlimm, was sie da gesehen hat. Und sie produziert ein Heulvideo. Und das ich würde nur sagen, ich muss denken an irgendwelche Muslime in Pakistan oder so, die, wenn ein Koran verbrannt wurde in Großbritannien oder so, eine britische Fahne essen und irgendwie heulen auf der Straße oder so. Es hat diesen selben religiösen Eifer. Oh ja, oh ja. Bei ihr ist es halt noch so passend, ne, weil sie auf ihre jüdischen Vorfahren hinweist und dann halt eine Meldung aus derselben Woche ignoriert. Da sind in Baden-Württemberg zwei Türken festgenommen worden, die einen Anschlag auf eine Heidelberger Synagoge geplant hatten. Nochmal, diese Woche der Fall. Ich lese mal kurz die Einleitung vor. Sie wollten den Märtyrertod. Zwei junge Männer aus Baden-Württemberg planten offenbar, Synagogenbesucher zu erstechen und anschließend von der Polizei erschossen zu werden. Jetzt sitzen sie in Haft. Noch während der Festnahme kam es zu einem Angriff. Also Angriff, einer der beiden hat sich da widersetzt und ist mit dem Messer auf, nicht mit dem Messer auf, doch mit dem Messer, mit zwei Messern sogar auf Polizisten los. Gilt das eigentlich? Geschossen. Komme ich dann ins Paradies mit Jungfrauen und so weiter, wenn das nicht bei der Tat, sondern bei dem Versuch der Verhinderung der Tat seitens der Polizei passiert, schon bevor ich die Tat machen kann? Das ist eine exzellente Frage. Müsste ich weiterleiten. Das weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn du ein Leben als ergebener Muslim gefeiert hast, sicherlich schon. Ja, dann war das ja trotzdem so eine Art Märtyrertod. Ja genau, ob du dann vorher noch, keine Ahnung, koksen und in Anspruch nehmen und so weiter solltest, ne, wie das ja manche Märtyrer, die tatsächlich dann mit der AK kommen, machen, sei mal dahingestellt. Ja. Gut, die Frage, die man sich jetzt noch stellen könnte, oder die Fragen wären zum Beispiel, wenn ich jetzt gesucht hätte, ob sich Lola Weipert jemals zur Jüdin Susanna F. geäußert hat, die von dem irakischen Asylbewerber Ali Bashar vergewaltigt und ermordet wurde, ob man glaubt, dass ich da einen Treffer gefunden hätte, oder als sie vom islamisch motivierten Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz mit 13 Todesopfern erfahren hat. Hat sie da ebenfalls geweint? Kommen ihr auch die Tränen, wenn sie sieht, dass unsere Weihnachtsmärkte aussehen, als hätte man sie inmitten eines Kriegsgebiets aufgestellt? Fragt sich eine Lola Weipert, wieso in deutschen Großstädten das Planschen im Freibad nur noch unter Polizeischutz möglich ist? Die Antwort lautet nein. Damit sind wir auch weitestgehend durch, Lomo. Eine Meldung kam noch rein vorhin. Wir haben den nächsten sogenannten Nazi-Skandal auf Sylt, wie die Bild titelt. Dieselbe Chose übrigens, aber diesmal im Club Rotes Cliff. Darf ich auf ein weiteres Heulvideo von Lola Weipert hoffen? Das glaube ich, wenn ich das richtige Video dazu gesehen habe, auch ein unfassbar lustiges Video. Ne? Wo man noch die beiden dann hat am Ende, die so richtig in die Kamera grüllen. Ne? Ausländer raus! Das war richtig, richtig geil. Wie, du meinst das zweite? Ja, genau. Das habe ich nie gesehen. Ich habe vorhin noch in der Vorbereitung gemutmaßt, könnte das ein Marketing-Gag sein? Also das zweite im Roten Cliff hat auf jeden Fall stattgefunden. Dazu gibt es ein Video, ja? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das davon stammt, aber es gibt ein zweites Video von einem Club, in dem ebenfalls dieser Song gesungen wird. Und eher schick, der Club. Ich denke, es ist dunkel. Ne? Es ist dunkel mit halt so Neonlichtern und so weiter. Aber Wahnsinn. Ich habe den vorher auf jeden Fall noch nie gesehen. Na gut, Freunde, dann mehr dazu möglicherweise, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die Geschichte ist übermorgen durch, weil sie ist halt von vorne bis hinten absoluter Blödsinn. Ja, da ist nichts passiert, gar nichts ist da passiert, Freunde. Ne, sollte ich mich täuschen, dann reden wir an dieser Stelle hier nächste Woche über das Rote Cliff und den zweiten Nazi-Skandal auf Sylt.
Und wenn das tatsächlich Schule macht, könnte das sogar in der Tat gefährlich für die werden. Denn die haben jetzt eine Menge in die Waagschale geworfen, haben ihre rote Linie quasi gesetzt. Das dürft ihr nicht, wir machen euch fertig dann. Und wenn trotzdem dieses Meme, was halt unglaublich ja ansteckend ist, ne, was einfach Spaß verbreitet, weitergeht und jetzt immer mehr solche Videos auftauchen, dann wäre das für die gar nicht gut. Das ist halt offene, aggressive, ja, offener Disrespect quasi. Ne? Offene Missachtung ihrer Regeln. Ich werde dir gerade vom Live-Chat darauf hingewiesen, Webby, dass das Video, was du gesehen hast, das von dem Schützenfest in Niedersachsen sein soll. Das habe ich auch noch mitbekommen. Möglich. Da gab es ebenfalls einen Nazi-Skandal. Höchstwahrscheinlich, ja. Vorgestern oder so. Es sah eher aus wie Schützenfest-Personal. Ja, mal gucken, wie es weitergeht, Freunde. Alles klar. Wir sind durch, Freunde. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens nächste Woche, Freunde. Bis dann. Bis Samstag.